Dass Sökyal von seinen Schülern und insbesondere Schülerinnen verlangt, seine Konkubinen zu sein und Sex mit ihm zu haben, ist keine Abweichung von den buddhistischen Normen. Diese Dinge gibt es im tantrischen, tibetischen Buddhismus hinduistischen Ursprungs. Es gibt sie und Texte erwähnen diese sexuellen Riten. Ferner gibt es den Begriff der geschickten Mittel oder Upaya. Um jemanden zum Buddhismus zu bekehren, darf der Meister alle möglichen Mittel anwenden, auch Gewalt und Lüge.